Es ist endlich Sommer geworden. Dieser letzte Winter kam mir unendlich lange vor und ich habe so viel darüber gemotzt. Also wirklich so mit Freunden, Familie, ich immer so, ey, das kann doch nicht sein, dass ich immer noch meine Winterjacke trage. Und schwupp, von heute auf morgen ist irgendwie Sommer geworden. Aber ich bin nicht böse darüber, ich freue mich, aber ich brauche immer so ein bisschen Zeit, um mich in diese neue Jahreszeit irgendwie einzugewöhnen oder vorbereitet zu sein. Und genau das werden wir heute machen. In den nächsten paar Minuten werde ich euch ganz viel gute Laune schicken und danach werdet ihr auf jeden Fall motiviert sein, auch den geilsten Sommer eures Lebens zu haben. Hallo Kalikschu oder hi an alle, die neu sind. Ich bin Cassie, schön dich kennenzulernen. Ich bin nämlich gerade ehrlich gesagt auch so richtig in diesem Romanticize Your Life Thema drin. Ich finde es so eine schöne Idee und es fällt mir immer besonders einfach im Sommer, weil ich absolut ein Sonnenmensch bin. Ich habe sogar ein Tattoo hier am Finger, weil ich einfach ein anderer Mensch bin, wenn die Sonne scheint. Motivation ist da, gute Laune ist da, Energie ist da. Und genauso nur andersrum ist es dann im Winter leider. Also macht euch gemütlich und kommt mit mir, wie ich mich heute für den Sommer vorbereite. Los geht's! Es ist so heiß heute, aber es ist auch perfekt für unseren ersten Punkt, denn ich leite hiermit offiziell in diesem Moment die Smoothie-Saison ein. Ich befinde mich gerade so in meiner Self-Care-Era, würde ich sagen. Also ich schaue vor drauf, was tut mir wirklich gut, was nicht, was soll ich mehr und was weniger machen. Und dazu gehört natürlich auch die Ernährung. Und was Gemüse angeht, esse ich auf jeden Fall genug, gar kein Thema, aber Obst jetzt im Sommer. Außer Erdbeeren. Ich kann jeden Tag eine Schale Erdbeeren essen. Ich finde die so geil. Aber alles andere Obst am Stück ist immer so, keine Ahnung, nicht so sexy für mich. Aber wenn es klein gemixt ist, das schmeckt mir so gut. Und deswegen trinke ich im Sommer übelst viele Smoothies, um meine Vitamine reinzubekommen. Bevor wir jetzt gleich den ersten der Saison machen, fahre ich mal kurz woanders hin und hole mir was für mich zu Hause, was im Sommer auch nicht fehlen darf. Ich habe mal gegoogelt, wie man es so am besten beschreiben könnte. Means taking the time to appreciate your day-to-day life, no matter how boring and normal some parts might be. It means understanding that even the small things in your life are important and valuable to your happiness. Das ist jetzt natürlich gerade wieder so ein Social-Media-Trend, aber ein guter, finde ich zumindest. Für mich bedeutet es erstens, auf die kleinen Dinge zu achten, die so im Alltag passieren und die wertzuschätzen. Zum Beispiel den Morgenkaffee, dass der heute vielleicht mit extra schönem Schaum gemacht wurde. Dass heute das Wetter so schön ist und man sich dann vorkommt wie in einem Film, sich selber zum Beispiel Blumen zu kaufen, nicht darauf zu warten, dass es irgendjemand anders für einen macht. Das Bett zu machen, damit man abends vielleicht so ein bisschen Hotelgefühl hat, wenn man sich wieder reinkuschelt und es nicht komplett Chaos hier ist. Oder sich zum Beispiel abends einen schönen Pyjama anzuziehen. Ich liebe zum Beispiel auch immer in Jogginghose und einfach einen Hoodie zu schlafen. Aber da kommt man auch oft in so ein Gammlergefühl irgendwann rein. Und einfach das mal gegen ein schönes Matching-Set auszutauschen, um so ein besseres Gefühl zu kriegen. Also es gibt ganz viele einfache Steps, um sein Leben zu romantisieren und einfach ein bisschen seinen Alltag aufregender zu machen, beziehungsweise süßer zu machen. Aber wisst ihr, was überhaupt nicht süß ist? Mein Zimmer. Es ist wieder so ein Chaos hier drin und bevor ich mich gleich mit meinem Smoothie belohne, muss ich hier erstmal aufräumen, weil das macht mich wahnsinnig, jetzt hier so aussieht. I never want to change, but sometimes I can't help but think, am I missing out on something I don't have? Cause I don't wanna give up being good to be bad. Wow, I feel good. Okay, ich kann weder tanzen noch singen, aber ich habe ein aufgeräumtes Zimmer und das ist noch besser. Ein noch besseres Talent. Und immer wenn mein Zimmer so schön aufgeräumt ist, dann fühle ich mich in mir selber auch einfach aufgeräumter und kann irgendwie besser denken oder meine Aufgaben strukturierter abarbeiten. Ich weiß nicht, ob es für jemanden Sinn macht, aber bei mir ist mein Zimmer und mein Kopf oft so dasselbe.
Deswegen ist immer der erste Schritt für einen guten, neuen, gelungenen Tag, das Zimmer ordentlich zu haben. Und jetzt geht's meine Belohnung. In meinen Smoothie kommen jetzt Nektarinen rein, Äpfel, dann Banane, auf jeden Fall immer ein Essential, Hafermilch und Himbeeren. Fun Fact, ich konnte mir richtig lange nicht merken, was Pfirsiche und was Nektarinen sind, weil die halt so gleich aussehen, außer eins ist haarig und das andere ist nackt. Und das Nackte sind Nektarinen. Ja, so ist das. Eine gute Eselsbrücke. Ich hoffe, das war jetzt nicht komplett random und ich konnte einer Person da draußen helfen, die vielleicht dasselbe Problem hatte. Taste Test. Excellente. Boah, schmeckt so geil. Schmeckt so gut und vor allem ist es halt nice, weil durch die gefrorenen Himbeeren der Shake dann auch gleich kalt ist. Ich hätte sonst niemals heute eine Banane, eine Nektarine, einen halben Apfel und eine Banane gegessen. Und Himbeeren. Das würde ich niemals schaffen, aber so easy. So, Freunde, jetzt widmen wir uns der wichtigsten Sache in dieser Summer Preparation. Und zwar können wir diese Saison nicht starten ohne eine Bucketlist. Ganz genau. Ich finde, es macht übelst viel Spaß, sowas zu erstellen. Also erstmal zu designen und dann zu überlegen, okay, was für Punkte soll bei mir denn alles auf meine Bucketlist drauf? Und gleichzeitig motiviert es mich halt mega, diese Punkte auch wirklich durchzuziehen, weil ich glaube, wir kennen es alle, dass wir sagen, oh, irgendwann mache ich das. Und dann schiebt man das immer weiter und plötzlich ist der Sommer wieder vorbei. Deswegen lieber eine To-Do-Liste dafür machen. Und wenn ich solche To-Do-Felder sehe, dann muss ich die einfach erledigen, damit ich die endlich abhaken kann. Ich liebe das. Und wenn sie dann quasi nur aus Spaß besteht, was will man mehr? Ich weiß nicht, ob ich mit der Schrift vielleicht ein bisschen zu crazy gegangen bin. Aber andererseits sieht es irgendwie auch ganz nice aus, oder? Naja, ist ja auch egal. Es muss nur einem selber gefallen und keiner muss diese Liste sehen. Also es ist wirklich nur für einen selbst. Auf meiner Liste steht Kernarmbänder knüpfen. Habe ich letztes Jahr schon gemacht. Das war so nice. Ich habe so viele Ketten. Armbändchen, Fußkettchen, aber ich finde die so schön. Deswegen machen wir dieses Jahr safe nochmal welche. Ein Film im Autokino schauen. Ein Spieleabend mit meinen Mädels. Ich hoffe, die haben auch Lust darauf. Auf ein Festival gehen, Eis selber machen, in einen Hochseilgarten gehen. Habe ich so Lust drauf. Ich war vor Jahren das letzte Mal, weil ich hatte da so einen Adrenalinkick. Und irgendwie fand ich es richtig geil. Deswegen würde ich es super gerne nochmal machen diesen Sommer. E-Bike fahren, Picknicken gehen auf jeden Fall. Einen ganzen Tag am See verbringen. Und der letzte Punkt passt perfekt zur heutigen Videofrage, die von Kali Cassie kommt. Also wie mein Name, nur mit ganz vielen Leerzeichen. Sie wollte mit dem Hashtag AskKaliCassie wissen, wohin möchtest du dieses Jahr noch hinreisen? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, auszuwandern? Auswandern habe ich mir früher, ist schon mega lange her, schon mal überlegt oder darüber nachgedacht, aber das ist nichts für mich, weil ich dann weg von meinen Freunden und meiner Familie wäre und das kann ich nicht. Aber der nächste Urlaub ist geplant und zwar eine Friendscation nach Zakynthos. Hab davor auch noch davon gehört, aber es ist eine griechische Insel. Und zwar im August. Bin so excited. Schreibt mir mal euren nächsten Reiseort, falls es schon einen gibt, in die Kommentare. Und falls ihr noch keinen geplant habt, dann wohin ihr gerne reisen möchtet. Ich bin gespannt, eure Antworten zu lesen. Also ja, schreibt gerne welche, auch wieder mit dem Hashtag AskKaliCassie, falls du neue Fragen hast. Damit ich diese Punkte aber auch immer unterwegs im Blick habe und nicht vergesse, was ich mir eigentlich jetzt hier gerade vorgenommen habe, werde ich mir noch eine neue Collage erstellen. Das hier ist hier mein Vision Board für 2023. Das habe ich so auch als Handy-Hintergrund, aber ich will mir jetzt für den Sommer nochmal ein eigenes machen. Schaut euch das an. Bekommen wir da nicht direkt mega gute Laune, wenn man drauf schaut? Wenn ich das nächste Mal überlege, ob ich zu Hause chillen soll oder lieber raus soll, dann erinnert mich mein Handy daran. Weg dein Po nach draußen und mach was Cooles. So eine Collage kann man auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen machen. Aber ich war wie immer auf Pinterest mit der Bilder runtergeladen. Ich verlinke euch übrigens die Pinnwand in der Infobox. Und dann habe ich das Ganze mit Canva erstellt. Geht aber zum Beispiel auch voll gut mit PowerPoint. Eine Sache, die ich jetzt die nächsten Tage unbedingt auch noch machen muss, ist meinen Kleiderschrank auszumisten. Ich hatte noch alle Winterklamotten drin. Und jetzt wird es schleunigst Zeit, die mal auszutauschen gegen meine Sommerklamotten und alles wieder zu swappen. Ich habe nämlich jeweils die andere Hälfte an Klamotten unter unserem Bett. Dann nur die, die ich jetzt gerade anziehe oder brauche eigentlich im Schrank. Aber das wird auf jeden Fall ein längeres Projekt, deswegen kommt es nicht in diesem Video. Aber an der Stelle ein kleines OOTD. Ich habe nämlich mein Birthday-Shirt an von diesem Jahr. Das ist in einer Cropped-Version. Vorne ist nur ein kleiner Print hier mit Take Care of Yourself. Und hinten gibt es dann diesen wunderschönen großen Rückenprint. Das ist übrigens bei mir Größe S. Für generell so zur normalen Kleidergröße tendieren oder empfehlen, wenn ihr es euch auch holen möchtet. Und diese Hose passt einfach perfekt dazu. Die war mal von Légère von About You. Oh, süß.
Kaffeeservice. Mila wird auch noch Hallo sagen. Sag mal Hallo, Kali Crew. Ich bin's, die Mila. Ich bin manchmal zu Besuch hier. Und ich hab Fledermausohren. Das hier sind die kleinen und wichtigen Gesten in der Beziehung. So, wo war ich? Ah ja. Ich habe ein paar kleine, süße Sommerpieces eingekauft und deswegen machen wir jetzt einen kurzen Haul. Okay, starten wir direkt mit dem krassesten Piece. Das Oberteil will ich auf ein Festival anziehen und ich dachte mir, dass es halt übelst schön in der Sonne glitzern könnte. Dann habe ich ein Bikini-Oberteil gekauft, was exakt dieselbe Farbe wie unsere Kali-Crew-Tasche hat. Ist übrigens alles von H&M, keine gesponserte Werbung, ich habe alles selber gezahlt. Aber H&M hat momentan so schöne Bikinis. Vor kurzem habe ich mir noch den hier gekauft mit so Blümchen drauf. Da habe ich im Urlaub ganz viele Komplimente von euch zu meiner Story da drin bekommen. Und dann noch hier einen in Knallorange und noch ein Gläschen Aperol in der Hand, dann ist man matchy-matchy. Was Bikinis angeht, kenne ich auch einfach kein Limit. Ich habe mir noch einen gekauft, zumindest das Oberteil. Das habe ich noch nicht mal anprobiert, aber ich hoffe, es passt in 38. Okay, wie nice sieht das aus? Ich liebe die Farben davon und der Rücken ist auch richtig schön. Zum Schnüren. Und ganz ehrlich, ich würde den, glaube ich, auch einfach so jetzt auf die Hose als Tube-Top quasi anziehen. Und nicht nur als Bikini. Durch das Birthday-Shirt bin ich gerade richtig angefixt von so einem royalen Blauton. Ich finde es so schön. Gerade dann auf leicht gebräunte Haut. Deswegen habe ich mir noch diesen Body hier mitgenommen. Richtig süß. Und einen weiteren Body, aber mit einer anderen Form. Und diese Farben da drauf. Oh mein Gott, die machen mir so gute Laune. Wie nice sieht das aus, oder? Was ich heute Morgen übrigens auch noch auf meiner kleinen Shopping-Tour entdeckt habe, ist mein neuer Timer. Den geht es jetzt aktuell gerade überall im Handel oder auch online. Verlinke ich euch gerne alles mal in der Infobox. Aber auf jeden Fall startet er jetzt in wenigen Wochen am 1. August und dann geht er genau ein Jahr lang. Falls du also gerade noch auf der Suche nach einem neuen Timer bzw. Kalender bist, dann schaut uns super gerne an, würde mich freuen. Normalerweise essen wir immer vorm Fernsehen, außer beim Frühstück, das in der Küche, aber sonst immer vorm Fernsehen, weil eine Person von uns das sehr gerne macht. Nein, nein. Aber jetzt im Sommer ist eine Sache, die ich mir vornehme, viel öfter draußen zu essen und zu picknicken. Es ist einfach anders geil, draußen zu essen. Hey, was machst du? Hier so eine Salatbowl mit Kartoffelpüree geholt. Das ist so geil. Müssen wir auch mal zu Hause unbedingt nachmachen, weil sonst essen wir nur Salat. Aber hier mit Kartoffelpüree, das ist so lecker. Ansonsten Tofu, Erdnüsse, Rotkohl und Edamame. Was machst du da? Von einer Skala von 1 bis 10, wie romantisch war das jetzt? 2. Im Sonnenuntergang zusammen am See Abendessen? Picknicken? Ich find's übelst romantisch. Ich bin einfach mehr gewöhnt von mir, weißt du? Also zu wenig. Ich bin nicht mehr gewöhnt von dir. Ich habe mir heute selber Blumen gekauft, nur um das mal festzuhalten. Aber egal, man kann ja selber eben sein Leben romantisieren und selber sich einen schönen Sommer machen. Und genau das mache ich. Ready to rumble. Ich habe mich nochmal kurz umgezogen, raus aus meinem Birthday-Shirt. Das ist mir nämlich heilig und ich will nicht, dass da irgendwas drankommt. Weil im nächsten Schritt wird hier gearbeitet. Und zwar meine Nägel. Ich finde, gepflegte Nägel sind einfach genauso wichtig wie Zähne putzen. Gerade aktuell habe ich hier so ein dunkles Auberginen-Lila drauf. Ist auch richtig schön, aber es ist mittlerweile rausgewachsen und es ist halt 0,0 sommerlich. Ja, übrigens nicht wundern, wenn ihr hier meine Tattoos seht, die so schlimm ausschauen, auch hier. Ich lasse die ja gerade weglasern. War da gestern wieder in meiner 7. Session. Das sieht danach richtig schlimm aus. Nach Sommer schreit, dann weiß ich auch nicht, oder? Das wäre zum Beispiel auch ein richtig cooler Punkt für die Summer Bucket List, sich einfach so einen Spa-Day einzuplanen, wo man sich komplett nur um sich kümmert, was das Äußere angeht. Also Nägel neu machen, Haarmaske rein, vielleicht einen Friseurbesuch. Auch die Fußnägel nicht vergessen jetzt im Sommer. Die sind bei mir immer weiß übrigens. Oder was ich auch mal super gerne machen würde, wären Fake Freckles aufzutragen, so Sommersprossen, wenn sie nicht schon von alleine durchs Wetter kommen. Ich habe das Gefühl, dieses Video könnte auch der Start einer neuen Serie werden, dass wir immer gemeinsam uns für die nächste Saison, für die nächste Jahreszeit ready machen.
Falls ihr darauf Bock habt, dann lasst super gerne einen Daumen nach oben für das Video da. Und ich hoffe natürlich, dass ihr immer noch dran seid und gerne diesen Emoji kommentiert. Damit ich weiß, dass du bis zum Ende dran warst, freue ich mich immer riesig drüber. Und ansonsten natürlich meinen Kanal abonnieren, damit ihr das Video nächste Woche nicht verpasst. Es werden Aesthetic Summer DIYs, so Bock drauf, das zu drehen. Und deswegen würde ich sagen, da sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute!